Moin, meine lieben Mutzer, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Uwe. Heute mal ein Vlog auf dem Gaming-Kanal, denn ich habe euch ja versprochen, dass ich dieses Arcade-Donkey Kong-Poster auspacke, kleines Unboxing, dann in den Bilderrahmen rein, dann aufhängen, denn ich habe noch Großes vor. Ich habe ja meinen Automat, der für mich einen sehr hohen persönlichen Wert hat. Ich glaube, den habe ich für 2,5 Mille bei eBay ersteigert. Ihr wart ja dabei, das war mal ein Video im Dezember auf meinem Hauptkanal. Das ist das gute Stück hier. Der funktioniert auch. Ich habe ihn jetzt nur umgestellt. Der muss noch angeschlossen werden. Hier ist das Poster. Wir werden gleich natürlich auch vorlesen, von wem das Ganze ist. Und hier, das ist hier ein Sofa. Das brauche ich gar nicht. Das ist ein geiles Zimmer jetzt hierher auf Krampfkurs. Hier kommt auch noch eine richtig geile Ecke hin. Wie soll ich jetzt das euch kurz mal sagen? Ich sag mal so, da kommen Spiele hin, die extremst Wert haben. Also wirklich einen hohen Wert. Was ich damit meine, das kommt in den nächsten Videos, wenn ich es habe. Das dauert aber noch ein bisschen. Der neue Rechner ist auch noch nicht angeschlossen, soll heute auch noch passieren. Denk mal, da wolltet ihr auch noch mal ein ganzes Video haben, oder? Wie ich so anschließe, wie ich das mit dem X-Split, mit dem Stream mache, wie das so funktioniert. Kann ich euch gerne machen, ist gar kein Problem. Aber jetzt packen wir es mal aus hier, oder? So. Übrigens habe ich halt hier Silber, wie auch auf dem Men's Health Cover. Soll ja ein bisschen passen, ne? So, erstmal kurz auf Krampf hier Sachen wegpacken hier. Und Stream will ich auch mal wieder. Ich vermisse echt das. Boah. Alter, was für ein Reflex, Digga. Was ist los? Ich vermisse auch das Livestream. Und ihr ja auch. Ich lese es in den Kommentaren. Ich denke, ich ignoriere das oder so, ne? Ich lese es. Ich sehe es, Freunde. Verbauen wir die Kamera mal hier rauf. Dann auf Unboxing-Cam, weißt du? Zack. What is love? Baby, don't hurt. Echt geile Perspektive, Digga. So, dann kommen wir mal zum Prachtstück hier. Ihr wisst, Freunde, bei mir Super Mario, die ganzen Arcade-Geschichten, NES und so. Ich bin voll der Fan davon. Deswegen bin ich so ein extremster Mario Kart-Fan. Ey, hier ist ein Nagel und so. Ich weiß allerdings nicht, ob das ein Originalposter ist oder ob das der. Was ist denn der Zettel? Immer noch ein Zettel. Ach, der ist hier drin. Erzähl ich euch gleich. Pass mal auf, Freunde. Na, wer erkennt es wieder? Das war auch damals so das Werbeposter für Donkey Kong. Das allererste Donkey Kong Spiel, da hieß Mario noch Jumpman. Und das Bild wollte ich unbedingt haben. Und ein gewisser Herr namens Boris alias Bolle hat im Video nämlich zugehört, weil ich habe mal irgendwie erwähnt, oh, das werde ich mir noch bestellen und so, das Poster. Und Bob hatte das auf einmal im Smilodog Store. Hier hat er mir noch schön einen Brief geschrieben, er hat mir auch seine Handynummer geschrieben. Wir können hier mal im nächsten Video so, ihm mal so einen kleinen Streich spielen. Boris, vielen, vielen Dank für das Poster, für das geile, schöne Bild, das werde ich extra einrahmen, extra einen Bilderrahmen gekauft und das werde ich dann auch direkt damit hinplatziert, wo es auch hingeht, über den Donkey Kong Automaten. Die Story kennt. Aber übrigens, Freunde, ich habe auch ein neues Video auf meinen Hauptkanal hochgeladen. Schaut da natürlich nochmal vorbei. Ich kann euch auch natürlich nochmal das Video zum Donkey Kong Automaten, wie ich das Teil gekauft habe, über einen eBay-Typen, auch in die Videobeschreibung packen. Und nicht vergessen, Freunde, die Gamescom. Ich bin am Freitag auf der Gamescom. Auch da die Infos in der Videobeschreibung, Freunde. Die Videobeschreibung ist echt praktisch. Bald sage ich nur noch, ja, auch das Video, was ich jetzt hier eigentlich sehe, könnt ihr in der Videobeschreibung sehen. Nein. Weil keine Videos mehr drehen, nur noch Videobeschreibung. Nützt nichts, ich muss eine Schere holen. So, Schere am Start. Es tut echt weh, da rumzuschneiden, ne? Irgendwie will ich das gar nicht. Aber muss ich, sonst passt das nicht direkt rein. Das war immer ätzend, so als Linkshänder hat man immer verkackt. Bolle, guck dir das an, was ich mir für eine Mühe gebe hier, Digga. Boris alias Bolle. Bolle, aber Bolle. Hier, kurz mal auf diskret eine Linie ziehen, Digga. Verstehst du das? Früher mal in der Schule, ne? Als Linkshänder mit dem Kackfüller. Ich hab's gehasst, mit dem Füller zu schreiben, ey, weil alles immer voll war. Die ganze Hand war dann voll, ey. Das, ich hab mich so geärgert. Du hast dich denn, hast dir so eine Mühe mit der Schönschrift gegeben und so, ne? Kennt ihr das? In der Schule hat man damals so Phasen, so, oh, jetzt gebe ich mir besonders Mühe, ne? Und immer der gleiche Scheiß beim, als Linkshänder, immer alles versifft und dann mit so einem Löschblatt, das hat auch nichts gebracht. Das war alles Müll, ey. War richtig enttäuschend immer für mich. So. Gleicher Abstand mal hier kurz, dass es jetzt hoffentlich auch so liegen bleibt. Und dann den auch noch mal rauf, einfach mal. Nichts verrutscht, ne? Ich hoffe, es ist gerade. Machen wir einfach mal. Einfach mal blind drauf los. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Bam! Sieht schon nice aus. Richtig geil, Digga. Richtig geil, genau mein Ding. Genau so. Guck mal an, Freunde. Das sieht doch geil aus, oder? So, jetzt aufhängen das gute Stück. So, das gute Stück soll nämlich genau dahin.
Das kommt auch weg, ey. Hier, Kabel weg von der Lampe. Weil das Ding stand mal da. Und aus. Oh, Lieblingser, was geht? Oh, ich bin wieder euer Flying Uwe heute mal mit einem Special-Video mit. Digga, da geht einfach ein YouTube-Video mal im Handy an. Der Fingertyp. Guck mal hier. Ein paar NES-Bonbons. Ich hab davon noch nie welche gegessen. Boah, geil. So Minze-mäßig, weißt du? Auf Krampf hier, weißt du? Weggeschoben, muss mal kurz die Höhe checken. Genau hier. Wegen dem Holzbalken sieht scheiße aus, oder? So, ich guck mal kurz mal Verstärkung. So, die Verstärkung ist da. Hm, ich hab eine Frage, Schatz. Soll das mittig vom Automaten sein? So? Oder kann das auch hier so? Ich find's so cooler. So? Weil da oben ist aber ein Mario. Ne? Was hat das damit zu tun? Ja, so, dann ist da was und da was, weißt du? Achso. Ein bisschen höher, weil da steht ja auch noch was drauf auf dem Automaten. Geh mal Nagelkorn. Okay, 6 cm. Circa 25,5. Ich bin nicht so groß, es geht nicht. 25,5. Dann muss ich auch gerade halten. Was muss ich gerade halten? Bin ich ein Zollstock? Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt noch 6 cm. Ja, weil ich klein oben Mina bin. Das ist mir auch eben da passiert, hab ich auch abgehalten. Also. Hey, zieh doch mal oben. Nee, im Ernst, ist sogar auf dem Video drauf. Doch, kannst du sehen. Guck dir das Video an. Und Stream will ich auch mal wieder. Ich vermisse echt das. Nein! Boah! Ey, nur so ein scheiß Bild auf, weißt du? Ich hätte jetzt noch mal filmen müssen, wie dir heute Morgen die Krachen runtergefallen sind. Ja, heute ist nicht mal die Krachen. Und die Weintrauben, eine nach der anderen. So, Hammer. Geil, liegt mal den Hammer. Na? Danke, mein Schatz. Hast du den Automaten auch nicht mal wegschieben, ne? Ja, zum Beispiel. Minimax-Prinzip, ihr wisst, wie es ist. Guck mal hier mit Klappsystem. Der hat auch 20 Euro gekostet. Echt? 22 Euro. Wieso zahlst du 20 Euro für ein Dings? Weil das der einzige in der Größe war, der silber war und einigermaßen gut aussah. Das Bild ist ja doch wohl wert, gut eingepackt zu werden. Natürlich. Siehst du. Tja, ich könnte wieder... Guck mal, mein Maler. Na. Genau hier auf Linie, versteht ihr das? So, jetzt hängt das Bild. Jetzt sieht das noch so aus. Sprich, scheiße. Und jetzt kommt gleich nochmal so das i-Tüpfchen. So, meine Freunde. Langer Akt. Kurzes Ergebnis. Wir sind fertig. Wir haben hier noch sauber gemacht und so. Hinten haben wir noch ein bisschen aufgeräumt. Da ist jetzt die Ecke, Freunde. Guckt mal, so sieht das aus. Passt auf. So, Freunde, ich habe hier hinten einen Knopf installiert. Kennt die Leute, die übertreiben. Installiert. Pass auf, guck mal so. Und jetzt? 1, 2. Tada! So, Freunde, so sieht das Ganze jetzt hier aus. Mit der Weitwinkelkamera ist das jetzt nicht so, als wenn man es live sieht. Da oben sitzt Mario. Hier ist das geile Poster von Bolle. Hier ist der Ghost von Pac-Man, der immer die Farbe wechselt. NES-Joystick, Gameboy, Mario. Die legendäre Tetris-Lampe. Hier der geile Automat, original aus den 80ern. Hier ist noch eine Lampe, das wollte ich noch mal reparieren lassen, weil das leuchtet eigentlich auch noch. Darum kümmere ich mich noch. Hier der Automat von unten. Und ich habe mich doch dazu entschieden, dass das Bild mit dem Automaten so aneinander übergeht. Was? Also es ist doch nicht so extrem versetzt ist, deswegen muss ich den Automaten nach links schieben. Und dann habe ich hier noch mal so zur Deko, weißt du? Das Ghostbusters Lego Haus, die Wii. Und Star Fox, was hier natürlich auch noch auf dem Gaming-Kanal gespielt wird. So sieht das Ganze aus. Ihr seht das jetzt gerade nicht so leuchten, wie ich es sehe, aufgrund der Lichtverhältnisse. Und hier können wir aber noch mal kurz, warte mal, pass mal auf. Freunde, das erste Donkey Kong-Spiel, versteht ihr das? Das erste Donkey Kong-Spiel. Ich klemme mal hier die Kamera so unter meinen Arm. Oh. So, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt natürlich einen Daumen nach oben. Denkt dran, Freitag bin ich auf der Gamescom. Die Infos dazu in der Videobeschreibung. Und checkt das neue Video von meinem Hauptkanal, auch alles in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, Leute, haut rein und wir sehen uns bis zum nächsten Video.